Noch einmal diese Mission hier. Schleichmission mit unserer Heldin. Da kommt sie an. Der Tunnel ist eingestürzt. Das verschafft mir Zeit, um zum Treffpunkt zu kommen. Verstanden. Im Chat heißt es, da wäre ein Balken. Jetzt können wir uns an den Gegnern vorbeischleichen. Der zeigt, wie lange der Ghost Kit funktioniert. Mal gucken, ob wir den Balken sehen. Ah, ich glaube, der Balken, der ist nur sichtbar, wenn man das aktiviert in den Optionen. Oder wenn die Einheit verwundet ist. Man kann mal gucken, wo das geht. Die Grafik. Steuerung. Spiel. Hier. Embleme immer anzeigen. Ich glaube, dann kann man sich anzeigen lassen, bin mir nicht ganz sicher. Dann kann man sich, glaube ich, anzeigen lassen, ob man getarnt ist oder nicht. Und auch dann, wenn man verwundet ist. Mal gucken, ob das stimmt. Nee. Wo ist der Balken? Wo ist der Balken, der mir anzeigt, dass ich aktiviert bin? Im Chat, Jesus, da ist ein Balken, der wird kleiner. Wo ist er denn? Ich kann ihn nicht sehen. Narem hat es beschrieben. Wo ist der Balken, der mir das bei der Einheit anzeigt, der allmählich schwindet? Wo sehe ich das? Das ist die Kampagne, Perat. Chatter, es ist die lila Anzeige. Hier unten, es gibt keinen Balken, es gibt eine... Ah, es gibt hier unten eine Anzeige von Punkten. Wahrscheinlich, wenn der voll ist. Einen Balken kann ich nicht sehen, tut mir leid. Aber hier unten ist das. Jetzt sind wir bei 100 und jetzt muss ich das Ghost Kit wieder aktivieren. Okay. Also keinen Balken, sondern Zahlen. Im Chat wird wieder von einem Balken gesprochen. Ich sehe keinen Balken gerade. Ich weiß nicht, wo hier ein Balken sein soll. Hier, Freefall. Wir aktivieren das Teil wieder. Jetzt laufen wir hier dran vorbei. Feuer einstellen ist aktiviert. Müssen vermeiden. Mist. Ach komm, wir killen den. Das Schleichen wird uns hier oben lang. Ich wurde entdeckt. Die Scheinwerfer durchschauen meine Ghost-Kit-Tarnung. Ziel markiert. Ein paar Trefferpunkte verloren, Generator, aber nicht viele. Hier, Freefall. Ghost Kit aktivieren. Gehe an markierten Punkt. Habt ihr gesehen? Sie heilt von alleine ein Stück aus. Es kann losgehen. Ich wurde entdeckt. Die Scheinwerfer durchschauen meine Ghost-Kit-Tarnung. Beginne Heckvorgang. Sehr schön. Das heißt, sie bekommt ein bisschen Trefferpunkte auf einer Leine die ganze Zeit. Wie sieht die Lage aus? Wir müssen den Weg freimachen, um die Technologie hier rauszuschaffen. Sie ist zu schwer für den Lufttransport. Uns bleibt nur der Weg am Boden. Diese Basis ist inaktiv. Also lila Ressourcen sichern, um sie hochzufahren. Ich habe den Bereich erkundet. Den lila Balken kann man anscheinend ansehen, wenn sie Trefferpunkte verloren hat. Stehen können. Fahren wir die Basis hoch. So verstehe ich das. Also jetzt sehe ich den Balken nicht. Weiter. Wie läuft das? Das wird schon wieder. Lass mal gucken, ob wir den Balken nochmal entdecken. Ich gehe mal ins Menü rein, ob man da irgendwas einstellen kann, dass es immer einen Lebensbalken gibt. Das finde ich bei Einheiten super praktisch. Embleme immer anzeigen. Ist es das? Zeigt Einheitsembleme durchgehend an. Embleme ist im Augenblick nur bei Schaden und bei Auswahl. Und das müsste eigentlich das immer bedeuten, ne? Aber ich kann es gerade nicht sehen. Enthielten die vollen Baupläne von Mount Riley sowie die Ghost Kit-Technologie. Und das ist erst der Anfang. Wir klauen wieder. Die Server in Island laufen nonstop und es warten noch Petabytes an Daten auf uns. Das dauert Monate. Ghost Kit aktivieren. Gehe an markierten Punkt. Gehe an markierten Punkt. Schleichen uns hier oben lang. Gehe an markierten Punkt. Wir haben ein paar Ressourcen erlangt. Rüber zum nächsten. Ist die Frage, wie kommen wir am einfachsten hier oben hin, ohne dass es anderen Schaden gibt. Ghost Kit wieder anmachen. Feinde kaputt machen. Erleide schwere Treffer. Heilen. Unterstützung ist auf dem Weg. Verstanden. Punkte gehen runter, reicht aber aus. Wir bekommen auch jede Menge Punkte dazu. Wir schaffen das. Wir können kämpfen. Trefferpunkt ist okay. Immer kurz vor dem Maximum. Verstanden.
Wir bekommen es hin. Und sie bekommen langsam Punkte dazu. Irgendjemand, jetzt machen wir das Ghost geht wieder an. Trefferpunkte sind, jetzt heilen wir sie einmal mit den Punkten, die wir gesammelt haben. Haben Feinde verstärkt und sie sind jetzt schon wieder bei den 400 und haben das Ghost-Kit an. Gehen hier oben rauf. Laufen hier einmal quer durch, holen uns die Einheiten ab. Es läuft gut. Oben rum bitte. Was sind das? Guck mal, das auch bekommen. Oh, jetzt müssen wir wieder einmal angreifen hier bitte. Das Bauvorhaben muss noch warten. Feinde schwächen. Element zur Unterstützung eingesetzt. Verstanden. Sehr schön. Trefferpunkte 288. Können wir sie heilen? Nein, ein paar Punkte fehlen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Jetzt müssen wir hier oben hin. Was ist der schnellste Weg oder der sicherste dorthin? Wir wissen es nicht. Wir können es nur erahnen. Wir bewegen uns einmal einfach quer über die Karte. Ghost Kit bitte anmachen. Ich würde gerne... Ah, hier können wir auch nochmal Ressourcen einsammeln. Wo ist sie denn? Kommt die hier nicht durch? Doch. Achtung. Jetzt das Ghost Kit wieder anmachen. Das einsammeln. Leute killen. Das Bauvorhaben muss noch warten. Mal gucken, ob wir mit dem Kampf durchkommen. Verstanden. Ich glaube, sie schafft es ganz knapp und dann haben wir genug Punkte, um sie zu heilen. Unterstützung ist auf dem Weg. Jetzt geht sie wieder auf die 400 hoch und ist stärker als eben dann. Ziel markiert. Oh Gott, ist das eine dicke Kanone hier. Da muss man natürlich abhauen. Oh je. Sie haben mich gesehen. Oh Gott, wir sind hier an den ganz... Ghost geht wieder anschmeißen. 381 hat sie wieder von 400. Was ist denn das für ein roter Balken? Ja, wir laufen hier mal lang. Gehe an markierten Punkt. Achtung, jetzt ist gleich das verdammte Ghost Kit wieder vorbei. Gehe an markierten Punkt. Jetzt und Ghost Kit jetzt anschmeißen. Gehe an markierten Punkt. Wir wurden trotzdem gesehen. Gehe an markierten Punkt. Gehe an markierten Punkt. Warum schießen die denn auf uns? Achso, jetzt ist es aktiviert. Ziel markiert. Zu wenig Punkte. Oh, es kommen immer mehr Gegner. Das ist ja krass. Gehe an markierten Punkt. Oh, das geht nicht gut. Wir haben kaum noch. Aktivieren bitte. Oh, sie ist gleich alle. Einmal heilen. Oh, 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 oh. Da oben rauf rennen. Jetzt, das war's. Also echt Schwierigkeitsgrad, auch bei dieser Mission wieder knackig. Man muss sich vorantasten und mit jedem Versuch kommt man ein bisschen weiter. Okay, nochmal. Ehrgeiz geweckt. Wir spielen hier live auf Twitch. Ich zeichne auch für YouTube das neue Crossfire Legion, heute in den Early Access gestartet. Der Link darauf bitte mal nochmal die Bitte an die Chatmods, den Link auf die Steam-Shop-Seite zu posten, wo ihr das Spiel im Augenblick rund um den Start in Early Access am 24.05. ein paar Tage lang mit dem üblichen Einführungsrabatt bekommen könnt. Ein RTS, ein Real-Time-Strategy-Spiel, ein Echtzeit-Strategie-Spiel mit einer Story-Kampagne. In 15 Missionen wird die beinhalten, 4 sind in der Early Access-Version schon drin, 3 spielen wir. Bei der dritten sind wir gerade drin. Diverse Multiplayer-Modi und Koop-Szenarien kommen auch peu à peu, Schritt für Schritt dazu. Das Ghost Kit ist online. Jetzt können wir uns an den Gegnern vorbeischleichen. Ja, guck mal, jetzt war der Balken da. Jetzt ist er wieder weg. Hä? Ist der, wenn man rauszoomt, ist der zu sehen. Wenn man reinzoomt, geht er weg.
So ist er wieder. Ach, wenn ich oben bleibe, kann ich den Balken immer sehen. Okay, wieder was dazugelernt. Jetzt der Balken gleich weg. Jetzt kann man das Ghost Kit anschmeißen. Verstanden. Jetzt killen wir den einmal. Jetzt rennen wir hier durch. Ziel markiert. Ach, was soll's, komm. Sie haben mich gesehen. Ich muss an den Scharfschützen und den Scheinwerfern vorbeischleichen. Ziel markiert. Generator ist in Sicht. Gehe an markierten Punkt. Vorher einstellen ist aktiviert. Das heißt, die Einheit schießt nur dann, wenn wir es jetzt Ghost Kit anmachen. Ziel markiert. Wenn wir es auch wirklich so wollen. Und jetzt wollen wir es. Gehe an markierten Punkt. Ich will die beiden noch aus. Oh, oh. Ja. Und jetzt hacken wir das Teil hier. Beginne Hackvorgang. Schön, dich zu sehen, Freefall. Okay, wie sieht die Lage aus? Wir müssen den Weg freimachen, um die Technologie hier rauszuschaffen. Sie ist zu schwer für den Lufttransport. Uns bleibt nur der Weg am Boden. Diese Basis ist inaktiv. Wir müssen Ressourcen sichern, um sie hochzufahren. Ich habe den Bereich erkundet. Global Risk besetzt 3 Punkte, von denen wir Ressourcen stehen können. Fahren wir die Basis hoch. Hier, Freefall. So, wir bleiben wieder oben. Rennen hier oben lang. Das wird schon wieder. Keine Sorge. Wie läuft die Datenentschlüsselung? Die bisher extrahierten Daten enthielten die vollen Baupläne von Mount Riley. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, ich höre mal den Ghost Kit an, dass da im Laufe der Zeit immer mehr Einheiten auf der Karte sind. Es warten noch Petabytes an Daten auf uns. Das dauert Monate. Gehe an markierten Punkt. Wir haben ein paar Ressourcen erlangt. Jetzt schalten wir die beiden schnell aus. Gehe an markierten Punkt. Gehe an markierten Punkt. Die sehen uns nicht und können nicht zurückfeuern. Gehe an markierten Punkt. Achtung, muss es mal aufpassen. Ghost Kit jetzt. Ah, können wir es nicht sofort aktivieren? Der Balken muss erst voll sein, ne? Doch, jetzt ist er voll. Ziel markiert. Oh, jetzt wird's schwer. Jetzt versuchen wir uns einmal hier durchzulaufen. Oh, das wird nicht gut gehen. Da kommen wir zu spät. Wir müssen wieder zurück. Gehe an markierten Punkt. Ist das Ghost Kit da? Einmal heilen. Unterstützung ist auf dem Weg. Ah, oh, Scheibenkleister. Ich hatte das doch gerade aktiviert. Ziel markiert. Ach. Ziel markiert. Wenn wir zu dicht an denen vorbeilaufen. Aktivieren. Gehe an markierten Punkt. Gehe an markierten Punkt. Einmal einsammeln. Einmal einsammeln. Es läuft gut. Punkte sammeln. Einzelne Gegner, die vereinzelt sind, umnieten. Ziel markiert. Da sind wir jetzt auf dem Punkt drauf. Ziel markiert. Jetzt hier laufen wir hier wieder runter. Ghost Kit. Machen wir gar nicht. Doch, Ghost Kit, jetzt bitte einschalten. Hier runterrennen. Jetzt an denen vorbei. Hier oben hin. Oh, jetzt wird schwer, aber wir versuchen es mal. In die Mitte. Jetzt schwächen wir die hier. Strategisches Element zur Unterstützung eingesetzt. Jetzt nieten wir die um. Verstanden. Ja, Feuer wieder deaktiviert. Ziel markiert. Ja. Achtung, Ghost Kit anschmeißen. Ziel markiert. So, und jetzt ging's hier wieder runter. Gehe an markierten Punkt. Gehe an markierten Punkt. Ghost Kit ist an. Kommen wir hier noch rechtzeitig durch? Ich hoffe, dass ja. Gehe an markierten Punkt. Hier unten lang. Gehe an markierten Punkt. Kommen wir hier durch? Ich kann es nur hoffen. Ghost Kit wieder aktivieren. Gehe an markierten Punkt. Oh, wir wurden gesehen. Warum? Ziel markiert. Ghost Kit jetzt aktivieren. Bleibt
heilen? Unterstützung ist auf dem Weg. Gehe an markierten Punkt. Oh, jetzt sind wir erwischt. Ziel markiert. Moment abwarten. Das muss, damit das wieder auflädt hier, die Zahl. Gehe an markierten Punkt. Jetzt nähern wir uns den Feinden. Und jetzt aktivieren. Und jetzt kommen wir an denen vorbei. Ah, wir sammeln die Zahl. Jetzt verstehe ich das. Gehe an markierten Punkt. Wir sammeln einen Vorrat. Laufen hier und jetzt Punkt. Läuft der Vorrat entsprechend lange. Einmal einsammeln. Einmal hier einsammeln. Für eine Schwäche. Strategisches Element zur Unterstützung eingesetzt. Spoiler im Chat bitte löschen. Verstanden. Dann fahrt mal die Produktion hoch. Beginnt mit der Kaserne. So, wo ist unsere Heldin? Ist die weg? Ja, alle weg. So, und jetzt können wir leider nicht abspeichern. Jetzt bauen wir einmal hier, mal gucken, wie das geht. Kernbasis, Arbeiter erzeugen wir, baut Ressourcen. Wie viele haben wir? Einer wird jetzt hier erzeugt. Das ist die Basisheilung, Leute drumherum. Okay. Ach, die bauen schon eine Kaserne, die du an der Arbeiter auswählst, auf Bauen klickst. Die Arbeiter erwischt man, glaube ich, die untätigen Arbeiter mit F7. Okay. Unten ist Baumenü öffnen. Und dann eine Kaserne bauen. Bauen wir die mal hier vorne hin. Beginnt den Bau. Okay, die erste feindliche Befestigung hat Priorität. Ich kann wahrscheinlich die feindlichen schweren Geschütztürme hacken. Hier, Freefall. Okay, das sind alle Truppen, die wir haben. Ah, wir haben jede Menge Arbeit. Ich hätte gar keine erzeugen müssen. Was können wir sonst noch bauen? Eine Kaserne haben wir gebaut. Mal sehen, was die in Massen schaffen. Die Kernbasis haben wir da. Ah, okay. Das ist die Kernbasis, die haben wir gebaut. Treibstoffknoten, Begleitfahrzeug, Materialanlage, das ist die Kaserne. Wir bauen die Mambas. Dafür muss die Kaserne erstmal verbessert werden auf Stufe 2. Können aber schon ein paar von denen bauen. Das ist Upgrade. Einmal Kaserne auf Stufe 2 rauf. Und die Truppen, die wir haben, ist nur unsere Heldin hier im Augenblick. Okay, wir bauen erstmal ein paar Truppen. Bauschlange hat, glaube ich, 5 Einheiten. Da wird es auch gerade erklärt. So, Level Up läuft gerade. Gleich ist es fertig. Ich glaube, wir könnten noch eine Kaserne bauen, oder? Ja, jetzt können wir Mambas bauen. Sturminfanterie mit Schrotflintenflinte, zusätzliches Schaden an Infanterie. Kann mit Ghost-Kit-Technologie verbessert werden. Machen wir mal 5 von denen. Danach von den normalen Kundschaftern. Und noch 2 weitere. Ein paar von denen. Das ist das Ghost-Kit freischalten. Eine Technologie. Okay, die schalten wir danach frei. Und wie viele Truppen haben wir? Mit F5 ausgewählt immer noch nur sie. Und es hieß eben... Einen Ausgang für das Ghost Kit sichern, 3 Befestigungen zerstören, sie muss überleben, optionale Ziele, 10 Infanterietruppen und eine Panzerfabrik bauen. Können schon Panzerfabriken bauen? Baumenü? Ja, Panzerfabrik. Dafür müssen wir die Kernbasis auf Stufe 2 bringen, das ist die hier. Und jetzt ein Upgrade. 3 Ressourcen gab's. Diese 2 Ressourcen gibt's, die blauen und die orangen. Von beiden hatten wir genug für ein Upgrade. Aha. Okay, Truppen gehen relativ rasch. Wir bauen noch ein paar. Sollen wir noch ein paar Jack-All-Kundschafter-Geschichten? Bewegungsturm. Ne, wir haben die. Wir machen noch ein paar von den Mambas nochmal. 5 Stück. Dann haben wir auch die 10 beisammen. Das sind jetzt alle unsere Truppen. Es sind 5. Von den normalen Infanteristen und unserer Heldin. Die sind hier schön. Getarnt mit Kapuzen, okay. Und alle können das Ghost Kit benutzen und hacken. Ja, das ist doch super. HQ Stufe 2 fertiggestellt. Und man meint, 10 sollen wir rekrutieren, die laufen hier durch. Dann schleichen wir uns mit denen hoch. Alles klar. Ob die Ressourcen auch zu neigen gehen? Ja, wir produzieren ein bisschen hier. Wir haben ja einen Knotenpunkt, der produziert von den Orangenen.
Treibstoff und wir haben den, das ist ein Begleitfahrzeug. Ah, da können wir Leute vielleicht reinladen, oder? Bereit. Mamba zieht ins Feld. Gucken, ob das geht. Nee, das ist nur ein Begleitfahrzeug, einfach so. Bereit. Kann ich das anklicken, ja? Nee, das kann nicht fahren. Das ist vielleicht nur Deko, keine Ahnung. Blacklist-Kaserne, wir holen uns noch 10 weitere von denen. Mamba, noch 5 weitere. Und dann geht's zur Sache. Was ist denn das hier vorne? Das sind die Arbeiter. Und die haben wir 2. Die könnten noch mehr bauen. Die Panzerfabrik können wir jetzt bauen. Wir hatten das Upgrade und Wachtürme zur Verteidigung. Erstmal eine Panzerfabrik, bitte. Mamba zieht ins Feld. Beginnt den Bau. Kann der helfen? Kann der einen Wachturm bauen, der Zweite? Ja, Sichtweite, Tarnung schauen, Land und Boden einladen. Dann verteidigen wir uns hier mal ein bisschen und bauen hier 2 Türme. Ein Turm hier hin. Hier ist eine Rampe zum Raum rauflaufen, eine hier. Ach, ist das überhaupt nötig? Keine Ahnung. Wir versuchen es mal ohne Verteidigung. Wir hoffen mal das Beste. Wenn es doch Verteidigung, wenn doch Verteidigung nötig wäre, dann hätten wir ein kleines Problem an der Backe. Jetzt haben wir doch mittlerweile reichlich Truppen. Oder? Meint ihr, das reicht? Gehe an markierten Punkt. Wir können noch weitere produzieren. Können wir hauen. Nochmal 10. Wir stellen einfach 10 nochmal in die Bauschlange rein. Panzer können wir mittlerweile bauen. Panzerfabrik ist gleich fertig. Mal gucken, was es da gibt. So. Skorpion-Einheiten können Gasgranaten werfen. Da können wir die Stufe 2 der Panzerfabrik, da können wir die Gasgranaten vor den Skorpion freischalten. Dann bauen wir mal 2 von denen. Wir schleichen uns erstmal hoch und wir bauen mal auf Vorrat. Wir waren ja schon mal die, das Level Up für die Panzerfabrik. Können wir so einen Punkt setzen, wo die spawnen? Ja. Dann machen wir hier nochmal 5 von denen und schicken jetzt aber alle unsere Leute mal hoch mit der Heldin. Alle, die wir haben. Und schauen mal, dass wir hier noch dass wir die Befestigung vielleicht ausschalten können. Gehe an markierten Punkt. Gehe an markierten Punkt. Mamba zieht ins Feld. Ziel markiert. Haben wir hier hin? Elektromagnetischer Angriff geht noch nicht. Ziel markiert. Da werden auch nicht getarnt. Mamba zieht ins Feld. Was schalten wir hier kaputt? Eine Kaserne machen wir kaputt. Komm, wir kämpfen uns einfach mal Wüste durch. Die werden geheilt. So, alle Truppen bitte wieder zurückziehen. Erstmal. Mittelgroße feindliche Einheit. Nordwestlicher Bereich. Mamba zieht ins Feld. So, jetzt schauen wir uns die Panzerfabrik an, was die jetzt kann. Jetzt können wir Beatles bauen. Flammenwerfer. Kurzer Prozess mit feindlichen Gebäuden. Mit Napalm-Gebäude. Mit Napalm verbesserbar. Da müssen wir die Kernbasis auf Stufe 3 bringen und Crocodiles, schwere Kampfflugzeuge mit Kampffahrzeuge mit Langstrecken-Laserkanonen. Okay. Wisst ihr was? Wir fangen mal da rein. Wir fangen erstmal an mit Gasgranaten und gucken uns alles mal an, wie es funktioniert. Das heißt, wir bauen 2 Scorpions. Das Bauvorhaben muss noch warten. Oder 3. Hier vorne hin. Und verbessern die dann. Oh, zu niedriges Bevölkerungslimit. Wo stand das gerade? Jetzt ziehen wir mit unseren Einheiten einmal vor. Wir nehmen erstmal nur die Infanterie mit F1, tarnen die und versuchen uns mal durchzuschleichen. Wir versuchen nochmal eine Stealth-Mission. Wir klicken bei allen aufs Kit, nehmen nur die Infanterie mit. Ach, die kann ich aber auch... Der Skorpion gilt auch als Infanterie? Nein. Einmal rauf. Nehmen wir mit. Steuerung unter 1. Haben wir die eine Gruppe jetzt hier? Mal gucken, ob das klappt. Ich glaube ja. Einmal rauf. Da können wir uns gleich tarnen. Versuchen uns hier links vorbeizuschleichen. Ghost Kit. Ach, wir haben Feuer einstellen, nicht aktiviert. Jetzt aber einmal hier drauf.
Und was müssen wir kaputt machen? Gehe an markierten Punkt. Gehe an markierten Irgendwas Punkt. Hier links oben müssen wir kaputt machen. Gehe an markierten Punkt. Zwei Tore versperren den Weg zur Basis. Ah, okay. Sie werden offenbar von Generatoren betrieben. Die könnte ich hacken, um die Tore zu öffnen. Generatoren hacken Tore öffnen? Oh, lala. Gott. Da habt ihr kaum was übrig. Schnell wieder Ghost Kit aktivieren. Also. Ganz so ein Kinderspiel wird's doch nicht. Aber wieder zurück. Leute. Nee, wir heilen die nicht. Wir heilen die nicht. Wir bauen erstmal noch weitere Truppen. Blacklist Kasan, nochmal mehr Mambas, bitte. Und in der Panzerfabrik jetzt ein paar. Die können die Gasgranaten werfen. Gegner machen Schaden. Machen wir mal zwei Scorpions. Und dann würde ich doch gerne mal gucken, ob wir nicht auch ein paar Verteidigungstürme bauen können. Sicher ist sicher. Mit F7. Baumenü. Einen Wachturm bitte hier oben hin. Mambazi beginnt den Bau. Und der zweite baut noch einen Wachturm. Hier vorne hin. Ob es überhaupt nötig ist, weiß ich nicht, aber gehört irgendwie zum Spiel dazu, finde ich. Truppen entstehen weiterhin hier, sehr gut. Nochmal 5 bitte. Nochmal mehr Panzer. Jetzt verbessern wir den Scorpion für mit Gasgranate in der Forschung. Mamba zieht ins Feld. Danach brauchen wir noch 2 mehr. Es gibt ein Einheitenlimit, das kann man da rechts oben sehen. Schaut mal, bis zu 100 Einheiten kann man bekommen. Das heißt, wir sollten schon überlegen, was wir wo reinstellen. Ne? So, jetzt nehmen wir nochmal unsere Truppen, ziehen nochmal weiter vor. Ich fange mit Infanterie an. Fahrzeuge ziehen hinterher wegen Gasgranaten. Das sind die Fahrzeuge. Ach komm, was macht der denn hier? Das sind, genau, das ist F1, das sind die Fahrzeuge. Und die haben die Gasgranaten-Sachen und können diese Geschossschaden hier noch machen auf immobile Ziele. Hier machen wir einmal Feuer einstellen und schleichen mit denen. Mit dem Ghost Kit erstmal vor. Vielleicht können wir den sogar in den Hinterhalt stellen. Wir ziehen hier mal vor mit den Fahrzeugen hinterher. Wir probieren mal ein paar Taktiken aus. Ich versuche mit den Fahrzeugen Leute anzulocken. Ich verteile mal ein paar Fahrzeuge hier so. Wir versuchen einzelne Leute in unserer Falle hier reinzulocken. Den F1er sagen wir doch, Position halten. Nee, den sagen wir, Hoppla. So, die Schieß ziehen wir mit immer vor und versuchen die runterzulocken. Wer hat uns denn gerade beschossen? Ach, von da hinten hat uns einer beschossen. Wollen wir den einmal heilen? Unterstützung ist auf dem Weg. Jetzt kommen die Feinde, werden von uns brav beschossen. Hier, Freefall. Wir schleichen uns mit der Infanterie getarnt vor. Kontakt, feindlicher Geschützturm. Zähl markiert. Ach, die Geschützturme sind... Oh, lala. Oh, lala. Wir brauchen doch alle. Wir machen mal einen elektromagnetischen Angriff hier drauf. Aber feindlichen Geschützturm in Sicht. Ah, okay. Mal sehen, wie schnell ich ihn hacken kann. Wir fügen der Position Schaden zu. Einmal hacken mit unserer Heldin. Hacking läuft. Oh Gott, habe ich unsere bitte nicht unsere, unsere Heldin getötet. Mamba zieht ins Feld. Ja, sie hat ihn gehackt und er gehört jetzt uns.
haben fast unsere ganzen Truppen verloren, aber ich habe irgendwann zerstört. Die haben uns gefangen gehalten. Lasst uns mitkämpfen. Oh, ist die Heldin gerade gestorben? Weiter zur nächsten Befestigung. Sie lebt noch, Gott sei Dank. Also wir müssen Geschützturme zerstören, um Zivilisten zu befreien. Okay. Jetzt ziehen mit allen erstmal wieder runter, dann haben wir nicht unsere Truppen haufenweise verloren. Bereit. Ziehen erstmal wieder zurück und holen uns jetzt, füllen das unsere Einheiten Limited wieder auf. Ja, sie muss mit dem Go erstmal die Türme hacken, genau. Einheiten Limit ist 100 und da anscheinend, je nachdem wie cool die Einheiten sind, kosten die verschieden viele Punkte. Ja, jetzt holen wir uns wieder neue Mambas. Dann schauen wir uns die Panzer hier an. Sollen wir nicht doch mal hier die Krokodile und diese Laserkanonen, diese riesen Entfernungssachen mal ausprobieren? Können wir machen das. Dafür müssen wir die Basis verstärken auf Stufe 3 und erhöht das Bevölkerungslimit. Cool. Da könnten wir mehr Einheiten haben und außerdem gibt es ja einen Heilradius. Das heißt, wenn wir hier drumherum stehen, heilen unsere Leute aus. Also, wir erforschen jetzt, dass das Bevölkerungslimit erhöht wird. Dann bekommen wir noch coolere Panzer, die Langstreckenpanzer sind. Und dann ziehen wir vor und hacken uns noch durch die anderen Türme durch.